Morgen. Ja, ich habe hier gut geschlafen und ich bin beim Supermarkt gewesen. Ich habe mir für später noch eine Salatsoße geholt. Für jetzt fürs Frühstück diesen Quark ohne Zucker. Da gibt es eine Banane und einen Apfel dazu. Oder nur eine Banane, den Apfel später. Und Nachspeise gibt es heute High-Protein-Pudding. Einmal Vanille, einmal Schoko. Die sind auch ohne Zucker. Und ansonsten, heute editiere ich Jakobsweg 137 und August den 7. Und ja, ich lade immer noch. Boah, ist das hell. Ich sehe gar nichts vor lauter Licht. Ich habe mir einen Klappstuhl gekauft. Ich muss ja bekanntlich den Klappstuhl ausgraben und nicht das Kriegsbeil. Aber ich weiß jetzt nicht ganz genau, wo ich den am besten reinstecke. Unten drunter? Oder wo würdest du den Stuhl hin tun? Weißt du? Ich weiß noch nicht. Gartenstuhl unten drunter oder ich weiß es nicht. Oder an den Rand irgendwo, aber an den Rand geht eigentlich nicht. So, wir haben den Stuhl da einfach rein und ich habe mich reingelegt und es ausprobiert. Ich spüre den Stuhl nicht. Alles in Ordnung. Ich überlege gerade, ob ich hier bade, weil irgendwie niemand diese Strecke zu benutzen scheint. Aber ich weiß nicht. Es ist halt, naja, so Pflanzenzeugs drinnen. Ich weiß nicht, ob ich da dann stecken bleibe. Das ist nämlich so wie Treibsand. Ich glaube, das geht nicht. Ich meine, zur Not, wenn ich an einem anderen Nebenfluss nicht baden kann, dann komme ich hierher zurück und wasche mich einfach am Rand. Aber reingehen, glaube ich, ist keine gute Idee. Da bleibt man stecken. Hier so gern reingehen, das ist so schön. Aber hier kommen dauernd Radfahrer vorbei. Und es sind auch Kinder dabei und ich will niemanden auf die Füße treten. Oh, das Wasser ist so schön da.
Ich habe es geschafft. Ich bin da durchs Dickicht und ich habe gesehen, dass da ein Trampelpfad hierher ist, auch wenn es sehr zugewachsen war. Aber da ist der Weg noch sehr nah. Ich gehe noch ein Stück hinter. Ich will einfach nicht so nah am Radweg warten. Ich will nicht beobachtet werden. Schon gar nicht von irgendwelchen Familien mit Kindern. Ich weiß nicht. Da sieht es ein bisschen so aus, als wäre es da sumpfig. Ich könnte da oben rumgehen. Ja, das ist mal wieder eine tolle Idee. Ups. Wenigstens habe ich diesmal nicht Schlappen an, sondern Turnschuhe. Man sieht immer noch den Radweg, aber noch weiter hinter kann ich nicht. Oder was ist mit dem Platz da? Oh, warum muss ich so sehr durchs Dickicht? Ja, das sind auch noch Steine zum Festhalten. Na super, jetzt sieht man ganz, ganz toll von der... Aber jetzt bin ich weit genug weg. Aber da ist schon wieder sehr, sehr schnell das Wasser. Ah, ich kann mich auch nicht zufriedenstellen. Es darf halt nur nicht jemand genau in dem Moment, wo ich bade, stehen bleiben und intensiv gucken. Ich glaube, das da vorne ist besser. Oh. Oder hier. Da kommt man nicht so leicht hoch. Da vorne kommt man besser runter und hoch. Okay, weiß ich es jetzt bald. Dabei war ich schon längst drin gewesen. Wo bin ich jetzt da runtergegangen? Hier oder? Ich schaff's schon. Hier, oder? Aber da ist doch rutschig. Was ist damit? Da bei dem Stein ist doch gut, oder? Ich glaub schon. Aber da kann ich mich an dem Stein festhalten. Wird schon gut gehen. Wird schon gut gehen. Radfahrer vorbeigekommen, der ist aber nicht stehen geblieben. Ich gehe jetzt erstmal rein und schaue, und dann ziehe ich das Kleid raus. Ja, da kann man stehen.
ohne dass ich unangenehm aufgefallen wäre. Dafür in das tiefste Dickicht gegangen. Mal schauen, ob es noch einen besseren Weg raus gibt. Hallo ihr Lieben, das war jetzt sehr abenteuerlich. Hier drin habe ich gebadet und da vorne ist ein Wasserfall und der Wasserfall kommt von einem Nebenfluss. Da wäre es total schön gewesen zu baden und viele leichte Einstiege, aber da ist direkt ein Radweg daneben. Und dann sehe ich diesen Seitenfluss und daneben ein ausgetretener Trampelpfad, der total überwachsen war. Was macht die Mona? Egal, dass es überwachsen ist, einfach mitten durchs Dickicht. Obwohl ich nicht mal einen Säbel habe oder eine Machete, braucht man da eine Machete. Ich habe keine Machete. Ja, und dann bin ich durchs Dickicht hierher. Und dann habe ich noch die beste Einstiegsstelle gesucht, habe die gefunden und habe gebadet. Und jetzt bin ich erfrischt. Wie sollte es auch anders sein? Es gibt einen einfacheren Weg. Aber das konnte ich nicht wissen. Und jetzt habe ich mich so gestochen, dass ich nicht weiß, ob da noch ein Stachel steckt oder nicht. Ich muss mal kurz an die Seite setzen und nach dem Stachel suchen. Oh. Okay. Minuten vor dem Sonnenuntergang. Das war jetzt so schön. Sonnenuntergang und dabei habe ich Vivaldi gehört. Es war sowas von friedlich. Ich fühle mich so entspannt. Alle negativen Gedanken sind wie weggeblasen. Es war auch insgesamt ein wunderschöner Tag. Und deswegen bin ich auch ein bisschen traurig geworden beim Sonnenuntergang. Da dachte ich so, oh, jetzt ist er vorbei. Der Tag. Aber so ist es halt. Ja. Morgen ist ein neuer Tag. Und den werde ich auch so genießen wie den heutigen.